Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Hof Pattische. Klappe ist auf und kann man hinten Scheibe aufmachen. Ja, ich bin auf der letzten Fläche am Drillen, aber wir müssen jetzt eben erst zum Hof jumpen. Ihr seht, Saatgut alle. Und deswegen müssen wir jetzt mal eben schnell zum Hof laufen. Wir müssen ja Saatgut nachholen. Das geht ja mal gerade gar nicht anders. Heider nein. Irgendwas lädt doch da wieder im Hintergrund. Wir müssen Saatgut organisieren. Und ich habe eine Silagezange mit reingenommen, aber ich habe sie bestimmt nicht aktiviert. Wetten? Wir brauchen dich. Ich wollte nämlich... Ich habe extra eine gedownloadet, ne? Aber ich habe sie bestimmt nicht aktiviert. Wetten? Doch, guck mal. Die wollen wir haben. Die können wir auch noch kaufen. Ja. Und dann kommt die, die wir haben, nämlich weg, weil die war nämlich nicht schön. Aber so viel Geräte haben wir? I don't know, ey. Wusste ich gar nicht. So, wir wollen in den IHC. Wir müssen Saatgut auffüllen. Da hängt nichts. Ich habe Saatgut gekauft, da steht noch Saatgut, ne? Als Chlor. Läuft bei dir, Svenny. Ab und zu mal gucken. Schlimm mit mir, oder? Noch mal runter, das Gemüse. Wir müssen ja auch noch die anderen Silageballen hin. Kann ich hier das Fenster aufmachen? Oh, da komme ich echt schlecht dran als Dreckspieler, ne? Ist leider so. Clay, Deutz habe ich gedownloadet, ne? Muss ich nur noch im Mod-Ordner packen, danke, ne? 681 tue ich nicht aktualisieren, weil der Tom mir da damals ein Getriebe reingebaut hat, ne? Dann ist das Getriebe weg. Aber danke, Clay, ne? Habe ich gemacht. Sonntag, nur dass du Bescheid weißt. Direkt später, als du mir geschrieben hast und ich das gelesen habe, habe ich direkt gedownloadet, ne? Oh, Leute, es ist warm, ne? Ein Tag hast du nicht mal 20 Grad, dann am nächsten Tag hast du ein Gefühl 35 oder so. Aber Svenny ist auf einem guten Weg, der hat schon ein bisschen was für die Woche vorgeschafft, ne? Manche Projekte sind schon gesichert, ne? Läuft. Heute noch ein bisschen Gas geben, dann ist die Woche nicht so anstrengend. Morgen auf der Arbeit ist eh nur Kabel knipsen. Da freue ich mich ja schon richtig drauf, ne? Kabel knipsen, juhu. Ich hoffe, das geht jetzt so, wie ich mir das vorstelle, ne? Ich wollte jetzt nicht nochmal extra zum Hof fahren. Oder was? Ich sehe gerade gar nichts. Muss gehen, ne? Nee, ein Stück zurück vorne. So vielleicht? Ich bin immer noch zu weit weg, kann das sein? Muss ich jetzt extra zum Hof brackeln? Ah, packt doch gar nicht. Alles klar, ja, fahren wir nochmal zum Hof, ne? Ist ja kein Ding. Wir haben ja auch nichts anderes zu tun.
Aber wir haben eine neue Ballenzange. Korrekt, wa? Hey, moin! Na? Was gibt's Neues an der Pulloverfront? Nix, wa? Es gibt nichts. Achso, der Modder des Steiers hat mich angeschrieben, ne? Danke nochmal für die ganze Info. Wenn ich dran denke, lese ich nächstes Mal den Kommentar vor. Der ist auch sehr an den Maximum hier vom Standard angelegt. Der hat nochmal gar nicht so viel PS. So 175, der kleine Steier, den ich euch gezeigt habe. Die haben nochmal weniger. Aber die haben das dann hier am Maximum angepasst. Ich finde das eine feine Sache und er hat gesagt, es ist Austria-Modding. Der kriegt noch eine Aktualisierung mit Simple IC. Ne, nur, dass ihr Bescheid wisst. Finde ich eine feine Sache, ey. Vielen Dank. Auch für dieses mal eben so fix hier Bescheid sagen. Hier so, da so, ne. Fand ich richtig, finde ich richtig cool sowas, ey. Vielen Dank, Leute. Aber er hat gesagt, da gibt es noch ein... Kommt noch ein Update in ModHub, ne. Dass ihr Bescheid wisst. Dann kriegt er auch Simple IC. Cool, ne? Dann kommt er hier wahrscheinlich, werde ich ihn dann auch irgendwo mit in einem Projekt einbauen, wenn er Simple IC hat. Ne? Frontlader ging da, glaube ich, ne? Aber damit ihr nochmal wisst, worum es geht, zeige ich euch den nochmal. Ach, der ist glaube ich, nicht aktiviert jetzt, ne? Ich habe die manchmal nicht aktiviert. Steier, doch da. Den hier, ne? Der kriegt dann Simple IC, hat er gesagt. Der hat normal keine 175 PS, ne? Das gibt's nur hier mit Chip und Dingsbums, deswegen. Aber der hat ja nun mal 175. Der kriegt noch Simple IC und der hat da so einen langen Text zugeschrieben. Ich kann euch das alle gar nicht so genau wiedergeben. Der ist von Austria Morning. Vielen Dank nochmal für die Info, ne? Simple IC, freue ich mich wirklich drüber, wenn der da reinkommt und... Hier auf der Ehrengrad, ich spiele mit Rea, da tun die Schlepper halt auch mal Sorgen. Nee, Svenny, bis hierhin und nicht weiter. Aber dass ihr Bescheid wisst. Kommt im ModHub ein Update von Austria Modding. Vielen Dank nochmal. Gibt's ein Update, ne? Da wird Simple IC reingemacht. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? Finde ich richtig schicke Sache, ey. Dass die Leute dann, wenn die ihre Schlepper sehen, auch schreiben, ey. Vielen Dank. Ich richtig cool. Aber ihr wisst dann auch Bescheid, ne? Also schön den Mod-Ordner lassen, wenn ihr ihn drin habt. Ne, da kriegt nur Simple IC. Damit Frontlader. Ein schlechtes Ding, ne? Kannst du drüber nachdenken, wenn er neumodisch wird. Oder wir ja hier in Nebenerwerb sind, können wir uns so ein Teil leider nicht so schnell leisten. Also müssen wir erstmal sehen, dass meine Saatgut Dingsbums wieder voll wird. Hier, Kollege Pullover. Und sogar ein schwarzes Schaf in Stall. Aber an der Pulloverfront gab es ja auch noch nichts Neues, ne? So. Ich hab nicht getroffen, ey. Ich krieg einen Film. Oh, der klappt ja gar nichts. Was? Du hast sie doch letztes Mal auch hochgenommen. Wie wird die nicht veräppelt? Verzogen. Nee, 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 nicht den Steinberg runter. Ab zur Drille. Wo ist noch Weizendrill? Ich tue schon wieder nur rumtütern, ne? Ist schlimm mit mir, oder? Aber ich brauch so ein Spielstab, wo ich nur rumtütern kann. Auf die Frühling könnte er diese Woche gespannt sein, ne? Da gibt's zwei coole Folgen, glaube ich.
Obwohl ich das in dem Moment nicht so cool fand. Nee, müssen wir echt schalten. Kollege! Habt ihr schon mal Tony Fast geguckt? Fast AG? Auf YouTube? Wir haben die letztens auch. Der hat sich eine Bugult, hat er gekriegt, ne? Eine neue Drille. Fand ich total interessant. Da haben die den Quadtrack von 560 oder 80 auf 685 Horsepower hochgetunt, ne? Heutzutage alle geht, ne? Eben kurz ein Chipchen rein. Jetzt hat der Quadtrack mal eben 685 PS, ne? Total genial, ey. Das ist auch was, das lohnt sich, das zu gucken, ne? Ist genau wie Walkers Form, ne? Mit den Big Bucks ist auch immer cool. Erklärt sich ja meist von selber, auch wenn man das nicht versteht, ne? Nicht alles durch die Bilder, ne? Aber lohnt sich echt. Kannst du gut reingucken. Macht schon Laune, aber ich verstehe die Amis gar nicht, ne? Die brauchen sich an nichts halten, ne? Keine Düngeverordnung, nix. Die können das machen, wie die wollen. Aber da zählt ja auch nicht die Masse, ne? Die haben ja da Hektar ohne Ende. Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, ne? Guck mal, Drille haben wir aufgefüllt, ne? Kann ich gleich fertig drehen. Schick. Nochmal ein Checkhorn hinter. ETK-Hütte haben wir auch. Aber nutzen wir das gar nicht. So gut wie gar nicht, ne? Ne, ich stell den da hin, dann sehe ich den auch. Brauchen wir eh erst nächstes Jahr wieder. In so einem Riesenhof, ne, ist doch noch zu klein. Stellenweise. Also wir müssen auch die Ballen da hinten wegholen, ne? Keine Werkstatt hier zum Umbauen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen, ne? Das läuft schon mal. Bist du an? Oh ne. Muss ich die Tür wieder zumachen? Ist ganz schön weit bis zum Hof, ne? Ich hab kein Bild gemacht, ne? Ey, voll Bubu. Oder eigentlich ein Bild machen, egal. Machen wir halt hier. So, den letzten Rest hier eben noch drillern. Andere ist fertig. Hatte ich schon gemacht. Und dann sollten wir, glaube ich, erst mähen, ne? Kleine Wiesen müssen auf jeden Fall noch heuen. Und auch eine große Wiese für Silage mähen, ne? Vielleicht auch eine große Wiese für Heu. Dass wir ein bisschen mehr Heu kriegen, ja. Ich habe Bammel, dass wir mit unseren Heu längst nicht hinkommen. Und zwar nicht ganz so viele Tiere, aber die müssen ja auch versorgt sein, ne? Vielleicht die Wiese da wieder einen Schafstall holen. Auf jeden Fall müssen wir Heu machen. Auch da geht kein Weg dran vorbei. Walzen können wir immer noch mal zwischendurch. Wir müssen erstmal Gras mähen. Das ist wichtiger.
muss man ja mal ganz ehrlich sagen, ne? Man kann hier leider kein Silo hinsetzen, ne? Sonst hätte man ja auch sagen können, so, hör mal zu, wir fahren das Gras, die Silage in Haufen, ne? Aber geht nicht. Krieg hier kein Silo hingesetzt. Meist hast du nur Silos mit, die sich hier mit 45 Grad Winkel oder so platzieren lassen. Die sind ja eh schon mal nicht so schön, ne? Und wenn du dann ein Silo hast, das du überall in jedem Winkel setzen kannst, dann sind mir die zu groß. Bin ich ganz ehrlich, wir brauchen ja eigentlich nur ein kleines Silo hier, ne? Kein Staatsfilm davon machen. Das ist wohl so. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber liebe Leute, ich sage erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.